Guten Tag, hier habt ihr wieder ein Gusua vor euch am Clash Royale spielen, failen, wie auch immer. Ich hoffe mal, es wird nicht so krass der Fail. Ich habe es in dem einen COC-Video ja schon angekündigt. Es wird wieder was laufen, weil sich heute auch wieder einiges getan hat. Also ich habe gutes Zeug dazu bekommen. Das fand ich richtig nice. Ich bettle hier mal um eine Karte. Ich würde eigentlich gerne meinen Magier noch höher machen. Und zwar... Oh, der Sound ist ein bisschen sehr laut. Habe ich endlich den Elixiersammler und ich würde gern den Knall verbessern, weil der hat sich richtig gut etabliert, muss ich echt mal sagen. Ich habe dann zwar die letzten Games wieder richtig auf den Sack bekommen, fand ich natürlich nicht so toll, aber mir nicht viel, weil wie gesagt, kann weggeblitzt werden beziehungsweise kann weggefeilt werden. Deswegen nehme ich die gar nicht. Da, wie gesagt, da reicht eine Dreier meiner Meinung nach. Nee, den kann ich jetzt leider nicht. Ich freue mich nur, dass ich überhaupt was habe. Aber ich hätte den auch anfragen. Okay, wartet mal. Ah, schade, okay. Das hätte ich jetzt sehen müssen. Ah, das wäre... Aber ich denke mal, Pro-Killer, gucken wir gleich mal. Kleinen Moment. Der ist momentan bei 1,9. Scheiße, den hätte man auch nehmen können. Den hätte ich natürlich gerne genommen. Aber egal, so ist das. Kämpfen wir einfach mal. Gestern habe ich dann auch gegen den Clan... Ich wollte schon sagen, abbrechen halt. Gegen den Clan gespielt immer mal. Das war auch ganz niedlich und nett. Jetzt gucken wir mal. Xier-Sammler. Ja, den haue ich gleich raus, weil der Gegner nicht angegriffen hat. Okay, es kommt vom Gegner nichts. Auch nicht schlecht, ich warte. Ah, okay. Ja, okay, der Riese jetzt als Dev war nicht so der Knüller. Ich hau auch einen Knall raus. Was er kann, kann ich auch. Aber das Schweinchen ist natürlich da jetzt komplett am Start. Und ich kann nichts machen, war ganz schutzlos ausgeliefert. Aber der Riese war ganz nett. Das hat gepasst. Holen wir nochmal einen Elixiersammler raus. Max sagt mir, aber nicht einfach so resetzen, wenn du halt gerade was zum Deffen oder sowas brauchst. Klar, verständlich. Logisch. Oh krass, da war so schnell war die Dings down. Die Musketierin hätte ich nicht gedacht. Nicht zu dicht setzen mittlerweile, weiß ich. Ja, jetzt hat er nämlich nur den Magier getroffen und nicht zeitgleich. Kriege ich das hin? Ich meine, ich pokere mit dem Magier. Der Magier hält nicht mehr lange. Aber es könnte ja sein, dass es klappt. Einfach nochmal hier. Elixiersammler. Ja, läuft. Ja, ziemlich gut. Ist doch. Ah, scheiße. Ich muss bedenken, er hat den anderen Tower schon auf 260 runter, ganz genau. Und da brauche ich mich nicht brüsten und sagen, oh cool, ich habe ja ein... Oh scheiße, ich darf die Zeit nicht vergessen. Das hat mit dem Knaller gut funktioniert. Jetzt muss ich den hier defenden, weil der ist definitiv gleich weg. Aber zwei Riesen sind jetzt auch nicht so verkehrt. Gucken wir mal, wo er jetzt hier mit... Ja, das kann ich noch defenden ohne Probleme. Ja, jetzt holt er meinen zweiten Tower. Aber ich bin schon ziemlich gut zugange an seinem Tower. An seinem Main Tower. Oh, der fällt. Das ging ganz gut. Also ich würde mal sagen, am Anfang musste ich ins Spiel reinkommen, klar. Aber dann ging das ganz gut. Gucken wir mal. Noch ein bisschen Geld machen hier, ein bisschen Gold kriegen.
Und weiter geht's. 1731 ist natürlich immer noch nicht der Knüller. Also 1800 wäre schon nett. Ich guck wieder. Kann ich den setzen? Ah, nee, kann ich nicht. Ich muss halt wirklich defenden. Das ist halt wirklich wichtiger, als dann da zu sitzen und dann, oh ja, cool. Und gleich noch eine Riese raus. Oh, die ganzen billigen Troops hier. Komm, gleich beides. Ah, ich werde lassen. Ich könnte jetzt zwar die Musketiere hinterher setzen, aber ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Ah. Pekka. Ah, Pekka lasse ich, glaube ich, laufen, oder? Aber das sollte man, glaube ich, auch nicht machen, weil haut schon ganz schön auf den Turm rauf, wa? Nee, ich muss erst reinkommen ins Spiel. Ja, genau, erstmal schön den Knall genommen. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte gerne den Sammler jetzt. Ich hau den jetzt einfach raus. Egal. Ja, genau, jetzt kommt er auch mit dem Sammler. Schönes Ding, Alter. Denkt mal, man kriegt's und dann... Ah, oh, toll. Riese an Start gebracht. Egal, ich hau die Musketieren raus. Und jetzt nochmal einen einzelnen. Dann habe ich einfach zwei Truppen, die ich am Start habe. Jetzt wird er blitzen. Da ist mein Turm down, aber so ist es halt. Ich probiere es, auch wenn die beiden Tower down gehen, aber ich probiere es jetzt halt richtig hart auf Elixier zu gehen, dass ich ihn eventuell wirklich dann noch im letzten Moment dann richtig überrumpeln kann. Und scheiß erstmal auf alles. Dass er mich vielleicht wirklich einfach total unterschätzt, ist ja auch nicht so verkehrt. Und ich dann dastehe mit richtig viel Truppen. Wäre nicht das erste Mal. Ach so, scheiße. Ich sehe es gerade, die Zeit. Ja, hat sich dann wohl erledigt. Ja, die Zeit habe ich echt vollkommen verplant. Es ist ja auch schon spät. Machen wir mal nebenbei hier ein Testspiel. Weil es ist echt krass. Also wenn man jetzt ganz normal erzählt, so bei COC, klappt das noch. Aber mit Clash Royale, da komme ich dann echt schnell durcheinander. Auch ein bisschen zu früh den Elix-Sammler gesetzt. Ah, schade. Hat er die weggesetzt, ey. Und jetzt schiebt der die Valkyrie rein. Genau, klar. Ja, das ist echt krass, wie der Hock wirklich die Truppen schiebt. Richtig kranker Scheiß. Ah, nee, für den Riese ist es zu spät. Musketieren und dann eventuell den Riese davor. Ah, möchte ich sie erstmal kommen lassen. Sind beide Level 6, also unentschieden. Passt. Hier was wird. Schön geknallt. Jo. Ja, die Valkyrie geknallt. Vor allen Dingen, Alter.
Aber mit dem Elixiersammler hat er garantiert noch richtig krasses vor. Ich denke mal, der wird noch eine Truppe dabei haben, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe. Auch gleich an einer Stelle, wo sie sich alle treffen und dann gleich mal richtig rauf. Ah, okay, jetzt fängt er an mit Gift. Okay, passt, dann kann ich keine kleinen Truppen setzen. Dann muss ich halt wirklich große, die halt echt was aushalten. Schnell, 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 schnell. Hast du noch was? Ah, der Knall war jetzt nicht unbedingt nötig. Der hat nicht Not getan, auf keinen Fall. Und Knall vom Gegner. Ah, jetzt will er es hier mit dem Poison Spell wissen, oder was? Ich glaube nicht, Alter. Ich glaube nicht. Ey, der giftet mir nicht meinen Tower weg. Und jetzt kommt er mit... Ja, scheiße. Ja. Ey, echt mit dem Gift, Alter. Mit dem Gift, Junge. Krass. Ja, so sieht's aus. Das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Ja. Ich denke wirklich, mit dem Deck sollen... sind ohne Probleme auch 1900 los, aber ihr wisst ja, was los ist. Das war's erstmal für jetzt. Haut mal rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.